Guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Ausgeartet. Mein Name ist Bernhard Födisch. Ich habe in den vergangenen 3 Jahren hier in diesem Zoo das Handwerk des Zootierpflegers erlernt, darf mich selbst seit dem vergangenen Sommer als eben solcher schimpfen und verrichte nun hier bei den Nashörnern und bei den Löwen mein Tagewerk. Heute sind wir bei unseren südafrikanischen Geparden, die sich gerade hinter mir auch schon eine kleine Portion Rindfleisch abgeholt haben. Wir haben 2 Damen hier auf unserer Anlage, Nandi und Tahiro. Südafrikanische Geparden deshalb. Es gibt insgesamt 4 Unterarten, die noch leben auf unserem Planeten. Eine davon in Asien, die noch im Iran mit einer kleinen Population von ungefähr 50 bis 100 Tieren vertreten ist. Und noch einzelne Populationen sowohl im Süden von Algerien, im Tschad, in Ostafrika und im Südwesten von Afrika. Geparden an sich hatten vormalig ein sehr, sehr großes Verbreitungsgebiet, was sich sowohl über den gesamten afrikanischen Kontinent mit Ausnahme einiger Bergregionen des Kongo-Beckens sowie der gesamten arabischen Halbinsel über den Iran bis nach Indien erstreckt hat. Diese Population ist, wie Sie gerade schon gehört haben, in großen Teilen erloschen und es sind nur noch ungefähr 9% der vormaligen Landmasse, die diese Tiere noch beleben können. Der Gepard wird von der Internationalen Naturschutzorganisation als gefährdet eingestuft und einzelne Unterarten werden auch gegebenenfalls in den kommenden Jahren leider hochgestuft werden müssen. Viele Besucher, wenn sie vor der Anlage stehen, sagen erstmal, guck mal, dort ist ein Leopard. Tatsächlich ist es allerdings eine andere Art und es gibt einige Unterschiede zwischen diesen beiden Tieren, die ich gern mal ein wenig hervorheben möchte. Ja, wie man hier schon schön sieht, ist der gesamte Körperbau sehr athletisch, sehr hochbeinig, sehr schlank gehalten, während der Leopard im direkten Vergleich deutlich gedrungener daherkommt und auch massiger. Vor allen Dingen der Schädel ist beim Leopard deutlich kräftiger angelegt mit einem viel stärkeren Gebiss. Ebenso ist auch die Fellmusterung deutlich anders. Geparden haben, wie man hier gerade schön sieht, wirklich direkt reine schwarze Punkte, während beim Leoparden richtige Rosetten auf dem Fell zu sehen sind. Beide Tiere hatten im vergangenen Jahrhundert stark darunter zu leiden, dass die Fleckenkatzenmode recht populär wurde und Pelzmäntel aus diesen Tieren der neueste Schrei waren. Dafür wurden sie zum Teil sehr stark bejagt, was auch noch heute Grund dafür ist, dass die Populationen zum Teil unglaublich stark eingebrochen sind in ihrer Größe. Das hat eine Vielzahl von Gründen. Ein Hauptgrund ist im Endeffekt immer unsere eigene Spezies und das Verhalten, was wir an den Tag legen. Das ist sowohl die Zerstörung von Lebensraum, die Zersiedelung, das Abtrennen von Populationen durch Bauprojekte wie Schnellstraßen oder dergleichen, ebenso auch die gezielte Jagd, die Wilderei, sei es jetzt als Beifang oder auch das gezielte Nachstellen von diesen Tieren. Der Mensch-Tier-Konflikt mit viehhaltenden Menschen, dass es da auch immer wieder Probleme gibt, weil ein Gepard natürlich sich auch gegebenenfalls mal an einem Schäfchen vergehen kann, auch wenn tatsächlich eher kleinere Gazellen und Wildtiere die bevorzugte Beute darstellen. Ebenso ist es so, dass Geparden auch heute noch in einigen Teilen der Welt, speziell in der Golfregion, einen hohen Stellenwert als Luxus- und Statustier haben. Auf Social Media lässt sich dort auch relativ leicht noch eine Vielzahl an auch recht neuen Aufnahmen finden, wo Menschen eben diese Tiere halten und zähmen. Dabei sei allerdings gesagt, dass die kulturhistorische Bedeutung des Geparden auch nicht zu unterschätzen ist. Auch schon 3000 vor Christus ist verbrieft, dass sowohl in Ägypten als auch in Mesopotamien Geparden gezähmt wurden, um sie für die Jagd zu nutzen. Auch im mittelalterlichen Europa hat es zum Teil Königshöfe gegeben, die Geparden gehalten haben. Dabei handelt es sich allerdings immer um Tiere, die exportiert wurden, da bis ins 20. Jahrhundert eine Zucht der Tiere nicht geglückt ist. Als quasi besonderes Beispiel dafür im historischen Kontext zu nennen wäre Akbar der Große, ein Großmogul in Indien im 16. Jahrhundert, der im Laufe seines Lebens um die 9000 Geparden besessen haben soll. Das sind mehr Tiere, als es heute noch auf diesem Planeten gibt. Die Zahlen belaufen sich laut IUCN auf ungefähr 6.000 bis 7.500 adulte Tiere, die noch auf diesem Planeten leben. Dort zu Leipzig ist natürlich bemüht, auch bei dieser Art seiner Botschaft des Artenschutzes nachzukommen. Wir sind Teil eines EEPs, eines europäischen Erhaltungszuchtprogramms, sind allerdings quasi keine züchtende Einrichtung. Es ist immer der Fall, dass wenn eine Zuchtgruppe irgendwo sehr gut läuft und entsprechend Nachwuchs generiert werden kann, dass dieser natürlich auch an entsprechende Orte vermittelt werden muss und es dann auch manchmal nötig ist, dass es Haltungen gibt, wo nicht gezüchtet werden kann bzw. nicht gezüchtet werden soll und dementsprechend die Tiere, man könnte quasi sagen, ein bisschen auf Reserve quasi noch mit gehalten werden, wie es auch bei uns der Fall ist. Ebenso unterstützt dazu Leipzig in Äthiopien eine sogenannte Large Carnivore Survey. Zusammen mit Wissenschaftlern aus Oxford, da geht es darum, erstmal eine Bestandserhebung zu machen im Land. Was gibt es denn überhaupt noch an großen Beutegreifern? Speziell geht es in diesem Fall um Leoparden, Geparden, Löwen, afrikanische Wildhunde und Tüpfelhyänen. Da sind wir auch dabei zu schauen, wie viele Tiere sind denn noch da und wie kann man dann entsprechend dort Schutzmaßnahmen einrichten, die auch ja, von Erfolg gekrönt werden in der Zukunft.